Strom aus den Bergen, so könnte man den Strom aus Kleinwasserkraftwerken nennen. In Österreich gibt es hunderte dieser kleinen Kraftwerke an Bächen und Flüssen. Sie decken rund 9% des heimischen Stromverbrauchs ab. Dieser Anteil soll mehr werden, denn das neue Ökostromgesetz sieht auch die Förderung von neuen und alten Kleinwasserkraftwerken vor. Etwa 330 neue Kraftwerke sollen bis 2020 entstehen, sagt Martina Prechtl, Geschäftsführerin vom Verein Kleinwasserkraft, der Interessensvertretung der Kraftwerkbetreiber. Beispielsweise sehen wir in Tirol in den nächsten Jahren ein sehr großes Ausbaupotenzial in der Steiermark, Kärnten genauso, natürlich aber auch in den übrigen Bundesländern wie Oberösterreich, Niederösterreich, Vorarlberg. Umweltschützer schlagen Alarm. Jetzt beginne ein Kampf um jeden Fluss und jeden Bach, warnt Gerhard Heilingbrunner, Präsident des Umweltdachverbandes. Er kritisiert vor allem die Bundesländer. Zum Beispiel in Tirol gibt es überhaupt keine strategische Planung. Das heißt, es kommt einfach Gemeinden, es kommen Private, es kommen Firmen daher und sagen, okay, also ich möchte an diesem Bach einfach ein Kraftwerk errichten. Das heißt, also, es ist ein richtiger, absoluter Wettkampf um die schönsten Naturparadiese Österreichs. Sorgen macht sich Heilingbrunner etwa über Projekte an der Enz, der Mur, der Lieser, aber vor allem über Projekte in Osttirol. Es ist die Gemeinde Karl St. Großglocken, es ist die Gemeinde Innerfilgraten, es ist die Gemeinde Wirgen, es ist die Gemeinde Pregraten, die alle jetzt derartige Kraftwerke sozusagen in Planung haben, weil sie einfach glauben, da fließt einfach in Zukunft Geld in die Gemeindekassen herein. Die Förderung der kleinen Wasserkraft durch das neue Ökostromgesetz sei zu viel und widerspricht in vielen Bereichen auch den Vorgaben, die die EU-Wasserrahmenrichtlinie Österreich vorgibt, nämlich den guten ökologischen Zustand der Gewässer zu erhalten und zu verbessern. Weil jedes Kraftwerk bringt automatisch eine Verschlechterung mit sich. Ein Problem sei auch, dass sehr kleine Kleinwasserkraftwerke keine Umweltverträglichkeitsprüfung brauchen, sagt Heilingbrunner. Die Betreiber der Kleinwasserkraftwerke sind nicht nur Energieversorger, sondern auch private Investoren und Unternehmen. Und sie alle müssten sich sehr wohl an Umweltvorgaben der EU halten, kontert Prechtl vom Verein Kleinwasserkraft. Gewässerökologie, Wasserkraftnutzung ist unter bestimmten Voraussetzungen vereinbar. Und unter diesem Gesichtspunkt erhoffen wir uns, dass die Widerstände nicht allzu groß sein werden. Auf großen Widerstand seitens der Bevölkerung hofft indessen der Umweltdachverband. Denn nur die Öffentlichkeit könne Druck auf die Landesregierungen machen, dem Wildwuchs an neuen Kraftwerken einen Riegel vorzuschieben.